Hallo und herzlich willkommen zurück im Haukenland. Für mich ist heute ein ganz matschiger Sonntag. Wenigstens hat die Sonne etwas geschienen im Vergleich zu gestern, wo es ja wirklich Minecraft-mäßig geregnet hat. Well, aber ich habe heute doch einen Großteil des Tages auf der Couch verbracht. Ja, jetzt kommen die Meldungen rein. So, wo war ich gestern stehen geblieben? Ich habe eine Menge Brick verbaut. Weil dieser Dekorative, der sie so von der Seite her mit diesem ja, Streifen versehen ist, der sieht von unten halt doch ganz akzeptabel aus für die Decke. Und die wollte ich da eigentlich mal weiter reinziehen. Ein paar Lampen habe ich noch auf Tasche. Aber wichtiger. Oh, ah. Wichtiger wäre erstmal der Stein und Kupfer, von dem ich leider nicht so viel habe im Moment. Also ab ins Twilight. Ist der Ring leer? Tatsächlich. Die Batterie ist auch leer. Tja, das ist natürlich doof. Muss ich mir erstmal eine Ersatzbatterie besorgen, beziehungsweise ich muss die eine Batterie hier aufladen. Ah, eine volle Batterie. Mal gucken, wie das jetzt hier mit der Energieversorgung aussieht. Und auch leichter Anstieg. Und die Dinger hier oben, ja gut, die produzieren halt, bis der Arzt kommt. Wir haben mal hier 30, einen halben Stack inzwischen wieder. Das Holz kann ich eigentlich mal in den Recycler schmeißen. Weil so viel Holz braucht einfach keiner. So, Maystorm Brick. Dekorativer. Davon reichlich. Ja, für die Decke, wie gesagt, funktioniert das. Für die Seiten natürlich nicht. Ja, da kommt auch einiges an Scrap jetzt raus hier. Kann ich die hier nämlich auch nochmal reintun. So. Läuft doch fantastisch. Hier haben wir auch schon wieder 49 Stöcke. So viele Stöcke brauche ich auch nicht mehr. Was könnten wir sonst noch mal mitnehmen? Das ist voll. Oh. Muss mal ein paar Ruby-Blöcke machen. Sonst quillt das da auch noch über. Aber Ruby ist nie verkehrt. Den brauche ich noch für den Zirkus. Und zwar reichlich davon. Da hatte ich ja in der Kiste auch noch welchen. Ich ja letzte Tage gesehen hatte. Einer zu wenig.
haben wir schon 14. Und Stöcke ohne Ende. Nimmt ja langsam Überhand hier. Jetzt haben wir hier noch Obsidian-Teil und Obsidian-Totem. Tee und Pilze. Blumen. Das Eisen kann ich auch mal mitnehmen. Kupfer. Nikolite kommt ja im Moment nicht. Zwischendurch mal. Einfach ein paar reinschmeißen. Pilze galore. Nehme ich hier auch mal den Stein mit, dekorativer Mist on Brick. Dekorativ. Chiseled Mist on. Dekorativer Brick. So. Ja. Wenn ich so recht überlege. Könnte ich jetzt auch eigentlich erstmal. Ah, Dresden One. Home 5 ansteuern. Und den Maystone Brick verarbeiten. Jetzt weiß ich gar nicht, in welcher Etage ich auskomme. Was? Ne, eine noch. Garten gebaut. Das muss ich mir doch mal angucken gehen. Na, wo sind wir denn? Aua! Sieht doch geil aus. Ist doch schick. Thank you.
könnten ja mal. Platz etwas größer. Achso, das war ne, das war ja ein anderer, oder? Ne, doch, das war der Bahnhofsvorplatz. Ja, etwas größer sieht doch gut aus. Auch das mit den Bäumen hier. Also ich find's geil. Muss Kotzpuppe sich halt mal mit arrangieren. Geht aber noch. Ruckel, ruckel, ruckel. Mann, 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 Mann. Das ist ja eklig. Mann, Mann, Mann. So. Vom Balkon. Ja, geht doch. Ist okay. Schöne Aussicht. Hohe Bäume. Ah, erstmal einen Schluck trinken. Nicht der Balkon. Ich weiß nicht, was er meint. Ist aber auch egal. Ach, ein Drüsing. Ja, dann hat er hier so eine Aussicht. Ist ja auch geil. Einfach nur mal zurück. Hallo? Ah ja. Nö, also ich kann da keinerlei Problem erkennen. Im Gegenteil, es sieht richtig gut aus. Redet er.
richtig. Man kann einfach drüber herfliegen. Scharen an Viechern. Ist ja nicht mehr. Wenn ich das leer hab, dann könnte ich ja noch mal Steinslabs holen. Stehen sie schon wieder da rum, die Andys. Bis hier mal ganz locker. Einfach hier so weiter. Natürlich auf die Batterie, aber allemal besser wie mit irgendeinem Erdklumpatsch-Gerüst zu versuchen, das irgendwie schön hinzukriegen. Kommt der Sound gar nicht mehr hinterher.
Das war doch irgendein Schiselierter. Genau zu sein, nämlich gar nichts mehr. Ja, meine ich. Aber ich finde es sieht gut aus. Passt sich sehr schön ein hier. Was ist denn hier mit den Ecken? Hallo? Dunkle Ecken. Ach nö. Ja, aua. So. Deswegen sollte ich eigentlich jetzt auch mal. Ein paar Slaps holen hier. Ja. Genau. Abladen. Cracked Maystone Brick. Oh, mehr Steine. Ja, Stein, Stein, Stein. Und wieder zurück. Kann ich jetzt hier nämlich mal schön hingehen? Das ist jetzt auch nur ungefähr abgeschätzt. Ungefähr so. So. Ach so ein Mist. Ich hatte mich natürlich auch gerade gefragt, ob ich nicht hätte besser hingehen können und hier unten dann auch so Brick
mäßig irgendwas setzen so, hätte sollen, aber ich finde, wenn die Decke, die Wände schon aus Bricks sind, dann kann ruhig der Fußboden auch aus planem Stein sein und ich weiß nicht. Passt ja auch in meinem Baukonzept rein. So und so. Raushacken. Ja, wieder unsauber gearbeitet. Ja, und ich finde, das mit dem Fenster geht eigentlich auch. Ist natürlich die Frage, ob ich jetzt hier nicht auch noch Lampen hinhängen sollte. Obwohl, das würde nicht passen, glaube ich. So, komm her, Spinne. Ja, dich mache ich auch mal direkt platt, weil wer weiß. Vielleicht bist du jetzt noch handsam und gleich ein reißerisches Raubtier. Extrem hohe Fehlrate heute wieder. Ja, nicht rumjammern. Einfach nur mal ablegen. Überall Viecher. So. Wow. Oh, Creeper. Da jetzt ist. Ist er wohl sauer. So, habe ich dich. Nee, heute floppt's nicht so richtig.
Aber wie gesagt, es ist ja halt auch Sonntag und bin ein bisschen matschig unterwegs heute. Da geht die Sonne auf. Oh, ich bin schon Level 34. Wow. Ach ja. Na. Da haben wir wohl noch einiges Text unterzubringen. Klappt doch einigermaßen. Ups. Ja, ich bin ja mal gespannt, was ich hier noch so ja, viel reinbauen werde ich dann ja auch nicht können, weil es ja auf halber Höhe ist dann hier. Aber ich denke an und für sich, die Räumlichkeiten sind schon recht imposant dann, wenn es denn dann irgendwann mal fertig ist. Nein, da rein.
könnte ja quasi noch Emporen bauen. Und die Fenster von innen vergittern. Ja. Ja. Das ist gar keine so beschissene Idee. Weil Gitter habe ich nämlich noch reichlich. Dasselbe stimmt auch gar nicht so verkehrt aus. Na prima. Viel ist nicht mehr. Aber dann kann ich zumindest noch mal rüber und eben die Zäune holen. Das noch weg. Wie gesagt, der Fail-Faktor ist heute recht hoch bei mir. Nicht, dass ich mich so konzentrieren müsste, dass ich so wenig sage oder rede, aber wie gesagt, mein Hirn ist heute etwas leer. Also nicht, dass es sonst nicht auch leer wäre, aber heute, also sprich sonntags, gerade sonntags, sehr leer. Ja, Adrenochrom. Ein ganz kleines Schlückchen. Nee, das hilft mir aber heute auch wahrscheinlich nicht. Ja, wer es nicht lesen kann, der tut mir leid, aber das lese ich jetzt auch nicht vor. Dazu sage ich einfach, da reichen mir meine zwei Stück vorne schon. Da stehen schon wieder zwei Andys. Na, wo bist du hin? Da. So, Inventar schon wieder leer.
Die Gitter. Der Stream ist ab 18, also darf das. Ja, das ist richtig. Das ist wohl richtig. Metallische Gitter. Ich sag doch, da habe ich noch reichlich von. So eine Lage hier. Was ist eigentlich mit dem Schiff? Ach so, das Schiff, ja, das wurde nie weitergebaut. Da hat bisher noch keiner Motivation zu gehabt. Werde ich mir gleich mal anschauen, wie das aussieht. So, hier habe ich noch nicht weitergemacht. Ja. Merkwürdig, aber passt irgendwie. Hat dann auch schon so ein bisschen was Twilight-mäßiges. Oder Dungeon-mäßiges. Ja, gleich sogar die Gitter mal alle.
ne? So. Hier noch. Da war's alle. Schon was Merkwürdiges. Also langsam nimmt es ja Form. Grüne Spectator gespawnt. Schon Level 34,5. Aber mich würde ja auch mal interessieren, wie viel Level das kostet, so ein Item wirklich bis aufs absolute Maximum aufzupimpen. Und momentan bin ich ja dabei, meine Skorpionrüstung zu enchanten. Wie gesagt, extrem hoher Fail-Faktor heute.
Show und Show. Ich lieber andersrum. Kein Bock auf Viecher jetzt. Da lackte es mal kurz. Entschuldigung. Oh. Und da waren sie alle. Tja, kann man nichts machen. Kann höchstens den hier hinten noch mal rauskloppen. Und die hier dann so einpflegen. Ja. Und in Anbetracht der Tatsache, dass heute Sonntag ist und auch gleich meine Lieblingssendung im Fernsehen kommt, möchte ich den Stream an dieser Stelle mal beenden. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ja, dann erzählt doch euren Freunden oder euren Freundinnen davon. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen guten, eine gute, eine irgendwas. Macht's gut. Ciao. Und damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Im Slide oben findet ihr die Playlist, falls ihr die Videos noch nicht kennt. Ihr könnt gerne den Andy drücken, um meinen Kanal zu abonnieren, um kein Video zu verpassen. Und mit den nötigen Tools unter dem Video könnt ihr das Video gerne teilen, kommentieren und favorisieren. Bis dann, macht's gut!